Ja, hallo, ich bin die Obfrau vom Tierschutzverein Ried im Innkreis. Mein Name ist Sarah. Wir sind vom Land geförderter Tierschutzverein, aber hauptsächlich versuchen wir den ganzen Apparat mit den Spenden von den Mitmenschen über Wasser zu halten. Den Verein gibt es jetzt seit 26 Jahren. Wir praktizieren das natürlich komplett ehrenamtlich. Und das würde mir eigentlich jetzt gern zeigen, wie das bei uns so abläuft beim Tierschutzverein Ried. Vorwiegend betreuen wir zwei Kategorien von Tieren. Das sind einmal die Fundtiere. Die Fundtiere sind einfach zurückgelassene Tiere oder ausgesetzte Tiere oder Tiere, die einfach sich verirrt haben. Die nehmen wir auf und versuchen eben den Besitzer zu eruieren. Und dann gibt es die Kategorie der Streunerkatzen. Das sind die verwilderte Hauskatzen. Das ist uns ein Hauptaugenmerk, was wir sehr intensiv betreuen. Das Ziel ist einfach, diese Katzen zu kastrieren. Und sie werden wieder zurückgesetzt auf ihren Futterplatz, wenn sie einen haben. Und wenn sie keinen haben, richten wir einen ein. Das ist wichtig, die Streunerkatze zu kastrieren, damit sich das Elend nicht weiter fortsetzt. Unser Tagesablauf ist ganz gut durchstrukturiert. Das muss auch so sein. Also ganz in der Frühe stehen natürlich wir alle eigentlich immer mindestens eine Stunde vorher auf, um alle Tiere in der Frühe schon zu versorgen. Natürlich brauchen die Kleinsten innere Flascherl, die was eben alle 3 Stunden innere Flascherl brauchen, auch in der Nacht. Das heißt, alle 3 Stunden muss man aufstehen und die Babys füttern. Andere Tiere werden natürlich versorgt und auch die Medikamentengabe gegeben. Dann müssen wir natürlich wie alle anderen auch in die Arbeit gehen. Wir gehen alle in der Vollzeitbeschäftigung noch. Meine Mutter bedient eben auch das Telefon. Das heißt, rund um die Uhr sind wir erreichbar für Notfälle und werden auch sofort losfahren und den Tieren dann helfen. Ja, und das machen wir von Montag bis Sonntag, 365 Tage im Jahr. Insgesamt betreuen wir 53 Tiere. 31 Tiere befinden sich bei uns hier im Haus und 22 Tiere sind auf verschiedenen Pflegeplätzen untergebracht. 7 von diesen Tieren sind bei mir daheim. Wir haben die verschiedensten Tiere immer wieder, hauptsächlich momentan Katzen. Es war schon ein Hund da, Schildkröte, Hasen. Es kämen aus den verschiedensten Situationen zu den verschiedensten Tages- und Nachtzeiten immer wieder Tiere daher. Und die haben halt bei uns dann auf die Pflegestellen auch zu Hause auf Zeit. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick zeigen können in unsere Tätigkeiten. Uns ist einfach das wichtig, dass jemand für die Tiere aufsteht und jemand für die Tiere einsteht. Es ist ganz wichtig, dass man nicht wegschaut. Das Tierwohl ist unser Lohn.